Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen über Kunden, die gerne ihren TX4 mit Licht ausstatten wollen. Das ist ja nun für sich schon mal kein Problem. Zusätzlich soll aber noch eine Seilwinde mit dran und sie möchten auch gerne das Soundmodul mit verbaut haben. So, alles an sich auch kein Thema. Allerdings kam dann immer der kleine Knackpunkt, dass doch der ein oder andere nicht löten möchte. Oder es sich einfach noch nicht zutraut, weshalb wir uns gedacht haben, wir machen euch heute einfach mal ein Video, ein kleines How-To-Video, auch für den Einbau und stellen euch mal ein kleines Set zusammen. Das wird es dann auch bei uns im Shop so zum Kaufen geben. Wie ihr die ganzen Komponenten, also wir haben jetzt hier einmal von RC4WD die Bornwände mit Fernsteuerung. Wir haben das originale Trax, das Lichtset und wir haben von Sense Innovation das Soundmodul. Wie ihr das alles bei euch einbauen könnt und ja, eben nicht löten müsst, sondern das Ganze mit vorhandenen Kabeln, die wir in das Set mit reinpacken, realisieren könnt. Im ersten Schritt fangen wir jetzt mal vorne mit der Seilwinde an. Was wir dafür brauchen, ist natürlich einmal unsere Stromversorgung. Die holen wir uns einfach direkt vom Regler. Dafür haben wir hier ein wunderschönes Y-Kabel und machen uns daraus dann einfach zwei Anschlüsse. Einmal, dass wir dann später noch für unser Lichtset die Versorgung haben. Was es zu beachten gilt oder was ihr machen müsst, ist im Endeffekt nichts weiter wie die beiden Schrauben herausmachen, die hier von den Stoßstangen mit dem Chassisrahmen verbinden. Das haben wir jetzt gerade schon mal vorbereitet. Das heißt, die Stoßstangen könnt ihr dann einfach nach vorne rausziehen. Diese Windenattrappe, die bei der originalen drauf ist, die ist hier mit einer Schraube festgemacht. Die Schraube macht ihr einfach raus. Dann könnt ihr das Ganze hier oben runternehmen. Und was wir jetzt dann vorhaben, ist einfach die Seilwinde hier oben aufzusetzen. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ihr müsst beim Umbau zwei kleine Sachen beachten. Das ist zum einen hier vorne die originale Führung für das Windenseil. Die ist direkt hier auf der Winde festgeschraubt. Das sind zwei so kleine Innensechskantschräubchen. Die macht ihr einfach raus, weil wir diese Führung nicht mehr brauchen. Wir nehmen, wie ihr seht, hier die originale Führung. Und die Winde kommt original auf einer Trägerplatte. Das sind von unten auch nochmal vier kleine Innensechskantschräubchen. Die sitzt quasi da einmal so unter der Winde. Die machen wir runter, weil ansonsten ihr nämlich das Problem habt, dass ihr, wenn ihr die Trägerplatte nutzt, von der Breite her, ihr seht es jetzt hier, die jeweils äußeren Löcher wären die, um die Trägerplatte auf der Stoßstange zu befestigen. Und die kommen sich genau mit unseren Aufnahmen von der Stoßstange in die Quere. Das heißt, ihr könnt hier unten nicht durchbohren. So. Deswegen machen wir das Ganze runter und befestigen die Winde einfach direkt auf der Stoßstange. Ihr könnt dann einfach diese Trägerplatte nehmen, legt die flach auf eure Stoßstange oben auf und könnt dann hier schon diese Löcher, wo die Winde festgemacht war, als Schablone nutzen. Braucht die nur anzeichnen, durchbohren. Und dann sieht das Ganze so aus. Für die eigentlichen Löcher habe ich jetzt einen 2 mm Bohrer genommen, wo ihr noch aufpassen müsst. Hier vorne im vorderen Bereich ist das Material um einiges dicker. Da würden die originalen kurzen Schräubchen nicht ausreichen. Deswegen hier einfach nochmal mit einem 4er oder 4,5 Bohrer ein bisschen reinsenken, dass ihr die Schrauben wirklich im Material versenken könnt. Und dann reicht das Ganze auch aus. Zum Durchführen durch die Seilführung selber müsst ihr hier vorne noch einmal den Haken aushängen, also vom Seil. Dann das Seil einfach nur durchschieben und dann von vorne den Haken wieder einhängen. Und dann habt ihr auch schon die Stoßstange und die Winde fertig miteinander verbaut. Dann geht es schon insofern weiter, dass ihr eigentlich nur noch die Stoßstange wieder in euren Rahmen einsetzen müsst. Wir haben dann wieder unsere zwei Schräubchen. Ich mache die dann nachher fest, wenn ihr nicht dabei seid. Das ist jetzt nur mal so zum Demonstrieren. So. Jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir natürlich einmal die Winde mit unserem Empfänger verbinden, weil wir haben ja hier noch von RC4WD einmal die Fernbedienung und hier vorne haben wir den dazugehörigen Empfänger angebracht. Der sitzt jetzt direkt vorne auf unserem Lenkservo. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie dann der Winde sagen können: Pass auf, mach dies, mach das. Das heißt, wir brauchen einmal dieses Adapterkabel, das ist bei der Winde dabei. Das kommt dann auf dieser Seite bei der Fernsteuerung rein, beim Empfänger rein, sorry. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. So. Dafür original liegt bei diesem Set noch ein Kabel dabei. Das ist dieses, was auf einem Tamiya-Stecker endet.
Jetzt wollen wir das Ganze aber nicht mit einem zusätzlichen Akku betreiben, sondern wir wollen das einfach direkt mit über das Bordnetz betreiben. Deswegen packen wir bei dem Set jetzt einfach nochmal einen Adapter dazu, der quasi von Tamiya wieder auf BEC geht. So, na. Ja, wer schon mit Tamiya-Steckern gearbeitet hat, wird das Problem kennen, was ich hier gerade habe. Jetzt. So. Und mit diesem Kabel gehen wir dann einfach hier auf unser gerade angestecktes Y-Kabel. So. Und schon ist unsere Winde soweit fertig. Dann machen wir mal direkt weiter. Als nächstes hätte ich gesagt, widmen wir uns mal unserem Soundmodul. Das haben wir hier, unser Sense Innovation ESS Dual Plus. Das Soundmodul selber kommt mit verschiedenen Haltern, weil es auch für Axialmodelle und Ähnliches ausgelegt ist. Für euren TRX4 braucht ihr das, was wie so ein kleines X aussieht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze jetzt verbaut wird. Und dann machen wir es einfach so, dass wir das Ganze wieder vorbereiten und holen euch dann dazu. Relativ easy. Das Soundmodul selber, der Halter kommt hier von hinten dran. Und das Soundmodul wird von vorne gegengeschraubt. Da ist dann ein ganz kleines bisschen Spannung drauf, dass das geklemmt ist. Das hält dann. So. Was wichtig ist, dadurch, dass verschiedene Haltertypen dabei sind, sind auch verschiedene Schrauben bei dem Soundmodul dabei. Ihr habt einmal hier so kleine Senkkopfschrauben, die braucht ihr nicht. Die tut ihr beiseite. Ihr nehmt diese, die sind etwas länger und haben einen anderen Kopf. Die braucht ihr dafür, sind auch vier Stück entsprechend dabei. Als nächstes habt ihr bei dem Soundmodul einen Adapterstecker. So, nicht wundern. Der Adapterstecker selber, der wird dann hier mit dem Soundmodul verbunden, die BEC-Seite, um das Ganze mit Spannung zu versorgen. Jetzt habt ihr natürlich an eurem TX4 keine T-Plug-Stecker. So, wir haben gesagt, wir bauen das ganze Set jetzt so auf, dass ihr nicht löten müsst. Deswegen haben wir das jetzt ganz einfach so gelöst, dass wir einen Adapter für jede Seite von T-Plug auf Traxas haben. Das heißt, im Endeffekt wird dann nachher nichts anderes gemacht, als dass ihr eure Stecker nehmt, die einmal so zwischensteckt und schon könnt ihr quasi auf der einen Seite euren Akku anstöpseln und auf der anderen Seite euren Regler. So, wie gesagt, dann haben wir schon mal unser Soundmodul mit Strom versorgt und dann müssen wir eigentlich nur noch mit dieser Leitung, das Soundmodul hängt ja dann da. Hier hinten dran, dann müssen wir mit dieser Leitung nur noch zu unserer Empfängerbox. Das gelbe Kabel könnt ihr ignorieren, das ist eine AUX-Leitung, darüber könnte man auch eine Hupe oder ähnliches steuern. Das geht aber mit dem originalen Empfänger nicht, weil ihr euch da erstmal einen Kanal frei machen müsstet und den habt ihr nicht mehr, weil euch dann irgendwo ein Differential oder ähnliches fehlt. So, das dazu in die Empfängerbox selber. Wir haben jetzt hier schon mal die Schrauben gelöst. Ihr werdet sicherlich alle bei euch schon mal reingeguckt haben, das sieht so aus. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo das Gassignal abgreifen, weil das Soundmodul muss ja irgendwann wissen, wann es Gasgeräusche geben soll, wann ihr vom Gas geht. Das heißt, ebenfalls beim Soundmodul dabei liegt ein Y-Stecker für eure Gasleitung. Und da müsst ihr nichts weiter tun, wie hier vom CH2. Das ist der dritte Steckplatz. Aufpassen, nicht der zweite, sondern der dritte. Den ersten gibt es doppelt. Hier so ein kleines bisschen frei zu räumen. Kabel sind einmal recht kompakt reingelegt. Das wäre dann er hier. Quasi von hier vorne aus gezählt. Hier vorne der erste Steckplatz ist frei. Das ist einmal Kanal 1. Der zweite Steckplatz ist gelegt. Belegt, sorry. Das ist der zweite CH1. Und dann der dritte Steckplatz von hier vorne gezählt ist der CH2. Das ist euer Gaskanal. Den zieht ihr dann einfach raus. Und dann kommt einer hier in eure Y-Leitung. Die andere Leitung wird hier angesteckt. Und das Ganze wird dann hier wieder angeschlossen. So. Und damit wäre dann auch schon das Soundmodul verkabelt. Und die Empfängerbox könnt ihr dann gleich offen lassen, weil wir unser Lichtset ja auch noch verbauen wollen. Und unser Lichtset wird über das Power Supply von Traxas mit Strom versorgt, weil das originale Lichtset nur 3 Volt verträgt. So. Und dieses Power Supply macht eben aus den eingegebenen Spannungen, also nachdem wir die hier drüber betreiben, auf dieser Leitung liegt immer Akkuspannung an, regelt das Ganze dann eben auf 3 Volt runter. So. Und jetzt haben wir hier einmal unsere Versorgungsleitung. Und dann haben wir hier noch eine Erregerleitung. Und diese Erregerleitung, die muss auch zum Empfänger.
Und die kommt hier auf diesen freien CH1. Ich nehme noch mal ganz kurz den Schlüssel. So, die kommt eben hier auf diesen freien CH1. So, wenn das Ganze dann hier verkabelt ist, dann könnt ihr auch schon die Empfängerbox wieder zumachen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Damit wären wir wieder einen Schritt weiter. Wie ihr sehen könnt, unser Soundmodul hängt. Wichtig, setzt das Soundmodul nicht komplett hier unten hin, weil beim Defender sind die Radläufe in der Karosse befestigt. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr die Karosse aufsetzt, weil das Soundmodul etwas breiter ist, die gehen nicht mehr senkrecht von oben durch, sondern ihr müsst die quasi von hinten einfädeln. Deswegen hier ein bisschen Platz zwischendrin lassen. Merkt ihr aber spätestens dann, wenn ihr es selber einbaut. So, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt schon mal alle Kabel sauber verlegt. Das heißt, unsere Windenkabel sind hier sauber verlegt, gehen von der Winde zu unserem Empfänger von der Winde, gehen dann hier sauber ins Chassis, gehen hier rüber. Dann haben wir hier unser Y-Kabel für die Spannungsversorgung von der Winde. Auf der anderen Seite vom Y-Kabel gehen wir zu unserem Power Supply, was dann natürlich für unsere Versorgung vom Lichtset zuständig ist. Und hier oben, das war das, was wir euch gerade gesagt haben, haben wir jetzt quasi unsere Adapter zwischengesteckt. Hier zwischendrin ist quasi der Adapter, von dem aus dann die Spannung für unser Soundmodul abgenommen wird. Das haben wir jetzt hier unter dem Power Supply durchgelegt, dass das Kabel einfach schön sauber fixiert ist. Das geht dann einmal hier hinter zu unserem Power Supply sage ich schon, zu unserem Soundmodul. Und auf der anderen Seite geht natürlich dann auch unsere Steuerleitung vom Soundmodul in den Empfänger, wie wir es euch gerade beschrieben haben. Was ihr noch machen könnt, einfach um die Kabel wirklich ordentlich und sauber verlegen zu können, weil das einfach wichtig ist, denn ansonsten sind sie irgendwann durchgeknickt oder ähnliches oder noch schlimmer, ihr bleibt beim Fahren irgendwo hängen, weil sie so lang sind und euch aus dem Chassis raushängen. Ihr habt vier Schrauben an eurem Akkuschacht. Das sind zweimal hier vorne, diese Senkkopfschrauben. Und dann hier hinten nochmal links und rechts so eine Linsenkopfschraube. Wenn ihr diese vier Schrauben rausmacht, könnt ihr den Akkuschacht einfach nehmen und nach oben klappen. Beziehungsweise ihr könnt ihn auch rausdrehen. Dann wäre er erstmal ganz beiseite. Und dann könnt ihr hier nämlich wunderbar eure Kabel übers Getriebe rüber zur Empfängerbox legen. So, dann sieht das Ganze auch sauber aus und ist natürlich auch super geschützt. So, wir machen jetzt mal weiter. Wir setzen jetzt hier unsere Akkubox wieder ein. Und dann bleibt eigentlich nur noch, um das Ganze zu vollenden, wir haben ja noch unsere schöne Karosserie. Fürs Lichtset haben wir jetzt soweit alles vorbereitet, aber das Licht selber fehlt natürlich noch. Da haben wir jetzt natürlich hier wieder unser vollständiges Lichtset für den TX4 genommen. Das heißt, wir haben hier dabei, Moment, muss ich gerade mal ein kleines bisschen Platz machen. Wir haben unseren Dachbalken dabei, wir haben unsere Front- und Heckbeleuchtung dabei und wir haben natürlich unsere Rocklights dabei, was im Endeffekt nichts anderes ist wie eine Beleuchtung, die hier in die Radläufe reinkommt und euch dann den Fahrweg oder die Fahrbahn nach unten ausleuchtet, was besonders praktisch ist, wenn ihr nachts im Dunkeln fahrt. Dann seht ihr trotzdem immer, auf welchem Gelände ihr unterwegs seid. Das Ganze einzubauen, auch wenn es jetzt relativ verwirrend bzw. nach Kabelwirrwarr aussieht, ist gar nicht so schlimm, weil das komplette Set neben einer schriftlichen Anleitung auch nochmal mit einem Schaltschema auskommt. So, das heißt, ihr braucht eigentlich nur ganz einfach diesem Schaltschema folgen und tauscht im Endeffekt dann hier vorne die Blindlichter, nenne ich es jetzt einfach mal, gegen die funktionierenden Lichter aus und muss dann am Ende nur noch eure Karosserie aufsetzen. Die wird dann mit einem Kabel, das ist dann dieses, nur noch hier am Power Supply angesteckt, wenn ihr die Karosse aufsetzt und wenn ihr die Karosse runternehmen wollt und sie beiseite legen wollt, könnt ihr hier einfach die Verbindung trennen und damit habt ihr euer funktionierendes Licht. So, wir bereiten das Ganze jetzt dann nochmal weiter vor und zeigen euch dann am Ende nochmal unser Ergebnis. Damit hätten wir dann auch den letzten Teil von unserem kleinen Einbauvideo hier fertig. Wir haben jetzt unser Lichtset verbaut. Sieht dann einmal so aus, wer es noch nicht kennen sollte. Wir haben uns hier jetzt bewusst gegen die Variante mit steuerbarem Licht entschieden, wofür man noch ein paar Teile von RC4 wieder gebraucht hätte. Aber da wäre es dann natürlich wirklich nicht mehr ohne Löten gegangen. Deswegen hier jetzt eben die normale Variante. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben einmal unsere Seilwinde verbaut, die mit Fernsteuerung ein- und ausgefahren werden kann. Wir haben unser Soundmodul verbaut. Und wir haben unser Lichtset verbaut, in dem Fall jetzt komplett original das von Traxas, ohne ja, zusätzliche Steuerung.
Und was jetzt eben der Clou an diesem ganzen Umbau ist, worauf wir am Anfang schon gesagt haben, dass wir Wert legen, wir sind komplett ohne Lötarbeiten ausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach in Summe vier Adapter verwendet. Das ist einmal ein Adapter von Tamiya auf BEC, hier vorne für die Steuerung von der Seilwinde. Der geht auf unser Y-Kabel. Das Y-Kabel geht auf den eigentlichen Ausgang, der vom Regler kommt. Da mache ich eben damit zwei Ausgänge draus. Und dann habe ich eben nochmal ein weiterführendes Kabel, was hier schon bei unserem Soundmodul dabei liegt. Das ist dieser Zwischenstecker. Und da brauche ich eben nochmal links und rechts einen Adapter, der mir aus T-Plug jeweils Traxas macht. So. Wenn man das Ganze so einfach verkabelt, kommt man wirklich vollständig ohne Lötarbeiten aus. Ich würde sagen, probiert es einfach aus. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es ist kein Hexenwerk und ihr werdet sehen, es macht tierisch Spaß. Und je mehr man schraubt, umso mehr, ja, traut man sich zu, umso mehr macht man und irgendwann traut man sich dann auch an die Lötarbeiten ran. So, damit möchten wir euch natürlich auch hier nochmal dann das ganze Ergebnis jetzt zeigen. Ihr seht es schon leicht. Wir haben natürlich unsere Beleuchtung, die an ist. Einmal vorne, einmal die Dachbeleuchtung. Dann haben wir natürlich auch noch die Heckbeleuchtung und was bei diesem Lichtset natürlich auch noch mit dabei ist, ist einmal unsere Rocklights, unsere Unterbodenbeleuchtung, wenn man so möchte. Dann haben wir natürlich als erstes vorhin gleich verbaut unsere Seilwinde mit Fernbedienung. Das wäre dann diese. Und neben Licht und Seilwinde haben wir natürlich auch noch unser Soundmodul verbaut. Das Ganze hört sich dann so an. Der Sound ist natürlich variabel, da gibt es noch hunderte von anderen Sounds, die ihr euch dann aufspielen könnt, je nachdem, was euch gefällt. So, wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns einen Like da lasst. Folgt uns auch gerne auf Facebook, auf Instagram und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal auf YouTube.